So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind, warte, auf dem Weg nach Ahaus. Da haben wir einen Glasbock abzuladen. Okay. Da laden wir einen Glasbock ab und dann haben wir noch drei Tensor-Kunden: Münster, Twistringen und Achim. Das machen wir heute noch leer, glaube ich. Müsste normalerweise wunderbar funktionieren. Ich gucke jetzt mal, das hier ist irgendwo in der Stadt, dieses Glasgestell. Da war wohl schon mal der Dave hier, der kam nicht ganz durch mit dem Sattel, die Tage. Und jetzt hat sich die Lage ja ein bisschen beruhigt, so wie es aussieht erstmal. Und jetzt versuche ich das dahin zu fahren und da abzukranen. Irgendeine Baustelle, Schule, keine Ahnung, was das ist, sehe ich jetzt gleich. Erstmal hinkommen. Genau. Ja, wir haben noch 5,9 Kilometer. Und dann schauen wir mal, ob da alles gut funktioniert. Woll, ein bisschen Nebel haben wir hier. Guck mal, die hier aufgeschoben haben. Ich krieg meine Scheibe nicht ganz sauber, ne? Deswegen muss auch gleich mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Bisschen, ne? Ah, ein Häschen. Guten Morgen. Ein bisschen Nebel. Hier müssen wir aufpassen, wenn wir nebeneinander herfahren, so, ne? Hier muss man aufpassen. Weil ich kann ja nicht ganz und er auch nicht in den Schnee da reinfahren. Ich weiß ja nicht, was da ist, ob du da wieder rauskommst, ne? Die haben sie schön ruhig und vorsichtig. So, ich muss jetzt einmal um den Kreisverkehr und dann muss ich auf jeden Fall rückwärts auf das Gelände und auf jeden Fall auch auf die Seite, weil gleich die ganzen Leute kommen. Die müssen auf den Parkplatz da. Das ist ja schon mal gut, dass hier ein Kreisverkehr ist. Machen wir jetzt die Paniklampen an und dann fahren wir mal da rein, damit die Leute hinter mir sehen, was ich möchte. So, hier fahren wir rein jetzt. Ein tolles Unterfangen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mir vorne irgendwas kaputt gefahren habe. So, ich habe jetzt getestet, ob ich bis zum Eingang komme da vorne. Da vorne muss ich halt draufstellen. Das eine Glasding da, ne? Jetzt gehen wir auf die andere Seite, machen dann los, weil hier muss ich freilassen für Rollstuhlfahrer und hier muss ein Auto durchpassen. Ich wollte mich da reinstellen, aber da ist der Zug zu lang hier. Alles wird gut. Puh. Eis. Der Mann ist erstmal wieder reingegangen, ihm ist kalt. Ich bin gerade vorne voll. Auf der anderen Seite ist aufgeschoben Schnee. Und da ist jetzt mittlerweile alles Eis und hat mir so knackt, wie ich eingeschwenkt habe. Eingeschwenkt. Und habe ich jetzt gedacht, ich hätte mir den Spritzlappen abgerissen oder irgendwie was eingedrückt. Aber ich hatte nur den Tritt. Voller Schnee. Das ist erstmal nichts Schlimmes bekannt. Gebrochen ist auch nichts. Also, was haben wir hier? Minus 12. Okay. Aber total schön. Finde ich. Ich werde mal das Zeug wieder hier rauskriegen. Hey, ja. Seit Tagen am Kämpfen mit meinen Gurten hier, weil wenn da Eis dran ist, die plüstern so auf, kriege ich das hier nicht durchgefädelt. Ich habe die Tagesteine hier laden und da habe ich wirklich bestimmt eine halbe Stunde versucht,
da die Gurte durchzufädeln. Ne? Ich habe mich gerade fast zweimal hingelegt. Ne? Oh Mann. Seid bloß vorsichtig, Leute. Ich habe mir gerade fast die Haxen gebrochen. Ey. Ich muss meine Leiter holen. Keine Experimente machen. Hier ist alles Glatteis. Hier geht's, weil abgestreut war, ne? So, da haben wir das jetzt abgestellt. So, richtige Prinzen kommen mit dem Kran. So. Da kann ich eigentlich die Panelklappen ausmachen, wa? Ach so. Hier vorne bin ich gerade angeeckt. Der ganze Tritt war voller Schnee, aber ich kann jetzt nichts erkennen. Ich denke mal, ist alles gut. Alles gut. Alter, hier ist ein bisschen kalt. Aber geht. Ist ein schöner Morgen, finde ich jetzt mal so. Ich weiß ja nicht, was ihr, also. Jetzt haben wir auf jeden Fall Münster. Münster ist eine Rolle. Eine dicke Rolle, Junge. Unterschrift? Ja, ich habe übrigens ein Halstuch an. Hier so mit so einem Totenkopf kannst du hier. Aber ich habe das an, weil wenn ich am Kranen bin draußen, am Laden oder Abladen, so, dann ist das total angenehm. Schöne warme Handschuhe und dann Gesicht verdecken, damit der Wind nicht so da rein ballert. Und dann ist das total schön. So, jetzt gehen wir Münster ein, dann fahren wir hier raus. Und dann hier. Ich muss rechts raus, sagt er mir. Klappt das? Oh ja. Oder ziehe ich den Hänger jetzt? Oh. Durch den Schnee. Aber alles gut. So. Obner Münster. Dass der Kreisverkehr jetzt gerade hier war, das hat mir echt geholfen. Die Schule ist ja direkt hier auf der rechten Seite und direkt dann hier dahinter ist der Kreisverkehr. Da konnte ich drehen, weil über die linke Seite rückwärts reinfahren auf den Hof ist natürlich viel, viel besser. Das hat mir sehr geholfen. Greift das Salz hier nicht mehr oder fährt hier keiner? Weiß das einer? Aber geschoben haben die ja. Ich denke mal, irgendwann greift das Salz auch nicht mehr. Kann das sein? Das ist echt Hammer, ne? Da wir das nicht so oft haben, und wenn wir das haben, dann schwach. In vielen Regionen, also in vielen Regionen, ich bin da jetzt vorsichtig, sind wir das nicht gewohnt. Oh, das wird jetzt eng. Dankeschön. Wie gut, dass da jetzt gerade eine Einbuchtung kam. Du kannst fahren. Warum fährst du nicht, Mädchen? Bleib doch einfach stehen. Fahr mal rüber! Aha. Sieht, dass mein Anhänger an den Spiegel kommt, hat aber noch einen halben Meter Platz bis zum Schnee, wo der aufgeschüttet ist. Verstehst du? Oh, ist das ein schöner Morgen oder nicht? Ist das schön. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ihr seid alle gesund. Und ihr fahrt alle vorsichtig. Voll der Moralapostel. Jetzt sind wir in Münster und haben noch insgesamt 5,9. Das ist ein Gartenlandschaftsbauer. Der kriegt, wie gesagt, eine Rolle. Ich habe da schon angerufen, die weiß Bescheid. Die sagte zu mir, wo fahren sie denn hin? Ja, habe ich die Adresse angegeben, was auf dem Schein steht, sagt sie, ja, ist korrekt. Ja, weiß ich. Quasi bei denen am Lager. So, jetzt müssen wir hier rechts. Und dann schauen wir mal. Sieht gut aus hier, ne? Aber man kommt gut voran. Also bis jetzt keine Probleme. Passt alles. Nur die Straßen sind halt immer so ein bisschen verjüngt durch den aufgeschobenen Schnee. Du weißt nicht, was da drunter ist. Deswegen musst du immer so ein bisschen aufpassen. Ob du jetzt irgendwo rinfährst oder nicht. Guck mal hier, diese Eisfläche. Boah, Junge, was ist hier los? In Münster. Boah. Wahnsinn.
verjüngt, ne? Weil hier noch die Schneeberge sind. Können da nicht genau erkennen, oder? Ich aber. Boah, Junge. Können da nicht da durchballern, das ist alles so gefroren. So. Keiner hier. Diese eine Rolle hier, die ist für hier. 170 GD. Muss ich mal gucken. 170 GD. Genau, die ist für hier. Marsch jetzt los, roll die runter. Roll die dabei und dann sind wir schon durch. Müssen wir auf jeden Fall, ups, rückwärts raus, weil hier ist kein Platz. Also bleibt die untere jetzt liegen da hinten. Ja, das hat gepasst. Fahren wir jetzt raus. Ich muss auf jeden Fall Pause machen. Irgendwo brauche ich jetzt hier ein Plätzchen. Aber du kannst nicht sehen, wo du stehen kannst, weil alles so aufgeschüttet ist am Rand. Ne? Das ist im Moment ein bisschen blöd. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, denke ich mal. Wir drehen jetzt erstmal da hinten irgendwo und dann schauen wir mal, wo wir uns platzieren können. Irgendwie wird das schon passen. Erstmal muss ich hier wieder komplett raus. Mal schauen. Ja, ich bin aber jetzt gleich an der Autobahn hier. Und da wird sich ja auf jeden Fall ein Parkplatz finden. Das ist schon mal sehr gut. 22 Minuten noch. Schauen wir uns, wie das hier aussieht. Ach du heilige Maria. Guck mal bitte da vorne. Nee, ne? PKW. Ach du heilige Maria. Boah. Krass. Wahnsinn. Ja, das ist echt schon Hammer. So, wir haben uns ein lecker Käffchen gemacht hier auf dem Parkplatz. Und eiern jetzt mal wieder runter hier. Blöde ist nur, die Beschleunigungsspuren, die sind echt dicht, ne? Ich muss hier halten. Ich muss direkt auf die Bahn eigentlich. Guck mal hier. Das ist totaler Mist. Oh, jetzt bin ich noch am Durchdrehen. Hier nicht direkt auf die Bahn. Ne? Jetzt habe ich da hinten Verkehr. Ja, was soll ich machen, ne? So, 124 Kilometer. Ah, das sieht gut aus. Guck mal bitte. So, wir haben noch 122 Kilometer. 74 Autobahn, der Rest war Land. Bei dem Kunden rufe ich jetzt nicht an. Der wird sowieso da sein, das ist ein Lager. Bei dem nächsten, das ist ein Windpark. Oben Achim, da rufe ich gleich an, wenn ich bei dem einen leer bin. Bei dem jetzigen habe ich zwei kleine Röllchen und einen Karton. Passt in Kombi hinten rein. So, mit der Pause hat eben wunderbar gepasst. Jetzt haben wir 4:30, bin wieder 5 Minuten am Fahren. Quasi stand ich mit 4:25. Das hat genau gepasst. Da war ich gerade wieder auf der Autobahn. Da kam direkt der erste Parkplatz, da bin ich raus. Die Pkw-Fahrer müssen jetzt im Moment ein bisschen Verständnis haben. Wenn jetzt zum Beispiel einer auf die Autobahn fährt oder vom Parkplatz runter, dadurch, dass die Beschleunigungsstreifen nicht so gut geräumt sind, haben die keinen Platz und müssen eigentlich ein bisschen direkt auf die Bahn. Wenn du das siehst, musst du direkt auf die linke Spur. Ich habe hier Überholverbot, habe ich trotzdem gemacht.
Hinter mir kam zwar einer, aber weit hinten und der LKW konnte vernünftig auf die Bahn. Ich mach das so und basta. Sonst muss ich hier voll in die Eisen oder er muss in die Eisen oder er kann nicht auffahren oder du weißt ja, wie das ist. Wollte ich nur mal. Ja. Jetzt sind wir hier bei unserem dritten, ja genau, der dritte Kunde. Hier darf ich nur links. Also war scheiße. Aber ich muss rechts, hat er gesagt. Das war's. Ich habe gerade den letzten angerufen, den vierten. Bin um 2 Uhr ungefähr da. Er ist selber nicht da, er weiß Bescheid. Die sind da, sagt er. Er gibt auf jeden Fall Bescheid, dass ich komme. Sind nur 49 Kilometer. Tor zu? Warum? P muss ich hier rennen. Richtung Bollen, okay. Ich habe gerade schon gesagt, ich soll über die Autobahn dann noch 500 Meter, da steht irgendwo ein gelber Bagger und da kommen die Rollen dann runter. Das hört sich einfach an. Da hinten ist der gelbe Bagger. Also denke ich mal, dass ich hier richtig bin. So, jetzt habt ihr die Abladestelle gesehen hier, ne? Wie findet ihr die Abladestelle denn? Sag mal bitte was dazu. Guck mal hier. Wir fahren jetzt einfach vor und dann rollen wir die hier runter, dass die noch am Schotter hier liegen. Alle. Alle, Junge. Das ist doch jetzt hier mal ein Traum, oder nicht? Sag mal bitte was dazu. Besser kann es doch nicht sein. Ich roll jetzt die Gurte zusammen, dann pitchen wir das auf. Erstmal die obere Reihe hier, ne? Dann rollen wir das runter. Das soll auf jeden Fall noch alles hier auf dem Schotter liegen, hat er gesagt. Dann werden wir ihn nicht verärgern und dann werden wir das auch so machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich hatte schon einen Schock. Hab jetzt hier eine kleine Stütze gemacht, in den Dreck da reingebuddelt, damit die nicht runterrollen. Das muss ich leider hier lassen. Ich bin hier kein Abfallkorb. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir drehen jetzt hier und fahren raus. Die haben ja schon alles schön gemacht hier. Da kann man ja wunderbar, ohne was kaputt zu machen, das ist ja alles abgerüttelt, fertig, wa? Sieht das nicht schön aus? Hier kommen Windkraftanlagen hin, ne? So, jetzt fahren wir noch fester. Und dann machen wir da Feierabend. Ich fand das jetzt total super. Ja, schön. Tun wir jetzt in Fächer direkt tanken. Gegenüber von dem Autohof ist ja Tankpool. Da tanken wir jetzt direkt. Und heute Nacht oder morgen früh, wenn wir fahren, bauen wir dann nicht mehr rüber, haben wir alles erledigt. Ich finde das. Ich bin jetzt in Düren und soll 2 Materialcontainer laden. 6 Meter, 5 Tonnen oder so. Hat mein Chef gesagt, hat mich jetzt angemeldet beim Versand, muss jetzt nach Halle 6. Ich weiß ja nicht. Der Spiegel ist total versaut. Ich muss da sind Wassertropfen, weißt du. Siehst du das? Den muss ich gleich reinigen. Wir fahren jetzt mal zur Halle 6 und da kriege ich meine Container, hat er gesagt. So, wir haben jetzt in Düren geladen. Ach du Scheiße, guck mal hier.
was dort gefroren ist. Ein Container, zwei Container. Die fahren wir nach Karlsruhe in irgendein Werk. Das wird bestimmt wieder sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, aber diese Container müssen unterlegt werden mit Kanthölzern. Die müssen in Bonn geholt werden. Das mache ich nachher mit dem Sprinter. Weil er hat keinen, hat er gesagt. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Der Anhänger ist der letzte Murks. Alles, was da verzinkt, ist am Anhänger, ne? Das siehst du am Boden. Also der Rahmen. Und die Twistlocks, alles am Rosten wie Sau, ne? Das ist alles am Rosten. Das nervt. Und dann musst du die Löcher, die sind auch am Rosten. Also die Einlässe für die Bolzen da, ne? Alles am Rosten. Ekelhaft. Ich habe dann eben eingesprüht, sauber gemacht mit dem Besen, mit dem Handbesen dadurch. Eingesprüht. Oh Mann, ey. Hallo. Hallo. Das ist der Haken, den der André jetzt hier komplett neu bestellt hat. Ja, jetzt filmst du hier mit improvisierten Werkzeugen. Scheißegal. Wir haben ein fachqualifiziertes Aufschlagzeug. Auf jeden Fall. Schlagzeug. Ja, Dings. Oder möchtest du gerne noch? Und das Geile ist, neuen roten Lack drauf machen. Wie hier diese Schnapper verbunden sind mit so einem Splint drin. Und hier ist quasi eine Schraube mit Mutter. Selbstsichernde Mutter. Das ist ja wohl perfekt.